You are not prepared. Ja, hallo Leute, Schjami hier und willkommen zu einer weiteren Folge vom Jäger-Let's Play. Ich bin hier schon angekommen beim Obsidian-Drachenschrein, bin hier schon mal nach oben geflogen. Hier haben wir gleich Neltarions Schlund. Neltarion, wer das nicht weiß, ist Todesschwinge. Und das hier sieht nicht aus wie Magma, sondern irgendwie aus wie ein Stück Scheibenkleister. Gehen wir weiter. Hier ist irgendwo der Quest-NPC, genau, da steht da vorne irgendwo. Das sollte eigentlich sein. Der verwandelt uns normalerweise dann auch gleich in ein... was attackt er hier? Suicide Sheep will schon wieder drauf gehen. Genau, dann kriegen wir hier gleich zwei Quests. Dann müssen wir einmal die Typen killen, die wir gerade schon erschossen haben. Ich glaube, das war beides draußen. Wir müssen, glaube ich, für beide Quests wieder eher nach draußen gehen, als dass wir hier drinnen weitermachen. Dann, der Jäger hat jetzt auch wieder Fallen. Genau, jetzt dürfen wir ja auch wieder Eiskältefalle und Teerfalle benutzen. Das heißt, die können wir uns auch noch reinziehen. Die Frage ist nur, wohin? Ich glaube, dass wir mal C... Und Teerfalle ist eigentlich ein Slow, glaube ich. Das... Warte mal, werfe ich beide? Ich werfe beide, okay. Das ist ein Slow, oder? 50% Bewegungsgeschwindigkeit und das hier ist einfach nur rausnehmen, okay, so wie es früher war. Jetzt können wir das Hunter wieder CC'en, wunderbar. Und jetzt killen wir hier erstmal alles. Was müssen wir hier? Zerstörerische Barriere voll aufgeladen? Ach, das war draußen, genau, stimmt schon wieder. War das nicht das, wo sowieso die Skelette wieder angreifen? Heißt das, ich muss hier gerade gar nicht alles töten? Ich meine, im Endeffekt ist es egal, weil ich rushe hier so oder so so durch. Ich glaube, ich muss das ganz vorne aufstellen. Genau, es wird schon auf der Karte markiert. Das heißt, wir rennen hier einfach mal komplett durch. Richten alles hin, was mir irgendwie vom Bogen rennt. Komm, schieß. Wo ist mein Schaf? Ach, hier kommt's. Was macht das Ding immer? Bleib doch mal da. Das ist immer auf geheimer Mission unterwegs, glaube ich. Das weiß selber nicht so ganz, was es überhaupt tut. Was kriegen wir? Ein Hirsch. So, wo stelle ich das Ding auf? Hier vorne. Ich glaube, hier irgendwo war das. Genau. Und jetzt, glaube ich, kommen hier immer wieder diese Skelette. Genau, die zählen sogar für die Quest. Das heißt, wir müssen gar nicht mehr killen. Wenn hier drei noch spawnen würden, wäre es ideal. Ich glaube, wir müssen hier genau wieder eine Minute lang verteidigen. Wir kriegen hier aber keinen Loot, wie es aussieht. Ich war auch mal so frei und habe endlich mal mein komplettes Inventar wieder mal ausgeleert. Damit ich mal wieder irgendwas reinpacken kann, weil letztens waren hier schon wieder drei Taschen voll. Und jetzt haben wir, glaube ich, 200 Gold gemacht, nur durch diese ja, random Sachen, was du so vom Questen oder sonstiges bekommst. Einfach mal verkaufen. Haben wir schon wieder 2300 Gold, ist auch nicht schlecht. Wir müssen uns sowieso dann im späteren Verlauf noch das schnellere Fliegen kaufen. Gibt es ja noch das 310%. Ich meine, ist jetzt kein Mega-Upgrade mehr, aber jetzt ist auch nicht so teuer, dass ich es mir nicht kaufen würde, sagen wir so. Habe ich eigentlich auf jedem Charakter immer geholt. Ist nochmal eine Spur schneller, wenn du irgendwas farmen willst. Ach, jetzt kommen hier andere. Wow, was droppt das? Das kriegt einen Hit und ist fast instant tot. Ich glaube, das war die letzte Welle jetzt, oder? Jetzt könnte ich eigentlich schon wieder ein neues aufstellen. Nein? Fragezeichen? Ich glaube, da kommt noch irgendwas. Was, wenn ich hier so eine Falle hinwerfe? Diese Fallen brauchen definitiv eine andere Animation. Ich meine, die geht hier, aber die Frost- und Dingfalle sieht ein bisschen low aus irgendwie. Vollständig aufgeladen. Okay, das verbrennt instant, diese Dinger. Ah, okay, ist fertig. Es ist hier sogar noch genau ein Skelett gespawnt, anscheinend, dass ich hier die Questreihe fertig habe. Ich glaube, die nächsten Quests drehen sich hier in Neltarions Schlund gleich von alleine. Oder wir müssen nicht mehr raus, so. So war es eigentlich gemeint. Hier questen auch noch einige Leute, wie es aussieht. Jede Menge Leute immer unterwegs. Genau, können wir das hier beenden. Dann haben wir irgendwas angenommen. Ich habe gerade nicht aufgepasst. Warte mal. Wiederbelebungskammer entdeckt. Genau, jetzt werden wir verwandelt und jetzt müssen wir ganz reingehen. Das heißt, wir erkunden hier mehr oder weniger erstmal alles. Jetzt sprinten wir hier einfach durch. Wir sehen relativ cool aus mit diesem Tattoo im Gesicht. Oder kommt mir das nur so vor? Not bad. Sieht ein bisschen Catwoman-mäßiger aus irgendwie. Egal. Ist jetzt nicht so schlecht. Ich hoffe auf jeden Fall, dass Blizzard das irgendwann umsetzt, dass diese Unterrassen ins Spiel finden. Das war damals schon mal lange im Gespräch. Vielleicht wer nicht weiß, was mit Unterrasse gemeint ist. Zum Beispiel, wenn ich Gnome spiele, dass ich dann Mecha-Gnome auswählen darf oder als Zwerg irgendwie Frostzwerg oder was auch immer. Es gibt ja so viele Unterrassen mittlerweile, dass es eigentlich eine Idee wäre, das mal einzufügen. Aber schauen wir mal. Kommt sicher noch irgendwann. So, jetzt machen wir wieder Backjump. Ups, das war ein bisschen fail platziert.
Da, genau, da ganz vorne. Ist im Endeffekt komplett abgekupfert, also das ist das gleiche Höhlenmodell wie von Flammenschlund. Nur der Eingang ist ein bisschen anders, aber hier sieht man wieder, ist eigentlich komplett gleich designt. Und da vorne ist dann nochmal frei, also das ist auch nochmal ein bisschen anders als wie beim originalen Flammenschlund, sagen wir mal so. Können wir da drüber jumpen? Whoop. Wow. Das wäre schon wieder fast schief gegangen. Genau, dann haben wir das hier entdeckt und dann müssen wir gleich wieder komplett zurücklaufen. Wie hätte es auch anders sein können? Ich meine, es gibt eine Abkürzung, genau. Ich glaube, wenn man hier lang lief, dann konnte man einfach drüben runterspringen. Oder täuscht mich das? Ich weiß, dass wir am Ende ihn töten müssen. Der, wer ist da? Serinal, glaube ich? Ne, warte mal. Das war der Typ, der uns gerade verwandelt hat. Ich weiß gerade, ich habe nicht aufgepasst. Ich hätte ihn anklicken sollen, dann wüsste ich jetzt, wie der heißt. Er war Serinal, oder? Ja, genau. Er hat uns ja verwandelt. Er gehört ja zum Virmru-Pakt. Man sieht, das hier sieht eigentlich gleich aus wie der Flammschlund und wieder Eingang. Nur, dass es halt hier verändert wurde dann im Endeffekt. Aber im Endeffekt ist es trotzdem das gleiche Höhlenmodell. Hier wäre nochmal die Brücke drüber und so weiter. Beziehungsweise es fängt von oben an und geht dann hier runter. So muss man es sehen. Das heißt, so wird man normalerweise durch den Flammschlund dann durchlaufen. Das heißt, hier ist einfach fehlt die Brücke. Dann 17.000 EP, dann kriegen wir gleich wieder zwei Quests. Töte den Netarionsschlund, drei Nekromanten. Das heißt, jetzt müssen wir nochmal komplett reingehen und findet 8 nekromantische Runen, die auf dem Boden. Genau, das sollten diese violetten Dinger sein, die wir vorher schon am Boden gesehen haben. Jetzt brauchen wir anscheinend keine Verkleidung mehr. Jetzt gehen wir da einfach auf Suizidmission durch. Ist ein bisschen blöd, dass man hier immer so weit laufen muss. Aber wie gesagt, das bemängle ich eh so oft, dass man das hier mal alles überarbeiten sollte. Schwellender Spuk. Haben wir schon mal einen? Was droppen die so? 5 Silber. Ist jetzt nicht so mega viel. Aber ich meine, ich bin ja auch erst im Gebieten zwischen 70 und 80 unterwegs. Da kann man nicht erwarten, dass irgendwie 20 Gold droppen, wenn man einen Mob killt. Wäre ja auch Schwachsinn. Dementsprechend würden natürlich auch die Auktionshauspreise wieder dementsprechend, ja. Würden die Auktionspreise natürlich auch nach oben gehen, wenn mehr Gold droppen würde. Würde also erst wieder keinen Sinn machen. So, ich glaube, wir haben unten genug. Ich glaube, ich muss nett hochgehen. Probieren das einfach mal, ansonsten kann ich hier immer noch hochgehen. Ziehen wir einfach mal alles und rotzen rein, was geht. Ich sollte mal... Ich darf nicht immer vergessen, meine Alpha-Tiere zu beschwören. Ich weiß, dass es im Low-Bereich meistens egal ist, weil man so oder so immer zu viel Fokus hat. Aber gerade wenn du einfach nur durchrushst und die ganze Zeit nur Cobra-Schuss hämmerst, dann ist der Fokus auch ganz schnell nicht mehr da. So, da vorne haben wir noch einen Totenbeschwörer. Dann schwellendes Konstrukt brauchen wir, glaube ich, auch nur noch eins, oder? Ne, brauchen wir noch drei Stück, was? Kann ich da rüberspringen als Jäger? Warte mal. Upp. Nein, hier ist eine unsichtbare Wand, okay. Na, ich will hier raus. Nein. Das wäre fast in die Hose gegangen. Ich glaube, die Mikrofonqualität müsste auch wieder gleich sein. Beim Transmog-Video war es letztens ein bisschen blöd. Ich habe nicht beim Mikrofon ein bisschen was umgestellt. Und dann hat der Mikrofontreiber selber eingegriffen ins Mikro und hat versucht, das Höhen und Tiefen rauszuglätten. Was hat er vor? Ist mir nicht ganz klar. Und dementsprechend hat sich das Mikrofon letztens so dumpf angehört, aber das sollte jetzt eigentlich wieder der Vergangenheit angehören. Sollte ganz ein bisschen besser sein im Gegensatz zu vorher jetzt. So, muss ich die... Achso, ich muss die anklicken. Ach, ich zerstampf diese Runen einfach. Kein Ding. Kann man ruhig mal zertreten, die Dinger. Ich brauche hier 8 Stück, hier waren aber nur 3. Warte mal, wo waren die noch? Irgendwie läuft das gerade nicht so mit dem Backjump. Das konnte ich schon mal besser, würde ich fast behaupten. Mein Pad sollte ich auch mal healen. Ich habe hier gerade nicht mehr Runen gesehen. Ah doch, da hinten. Okay, mein Fehler. Es ist wirklich schon ewig aus, dass ich diese Quest hier gemacht habe. Normalerweise mit keinem normalen Charakter quest ich so weit. Ich switche eigentlich immer vorher die Gebiete oder gehe halt 1, 2 Instanzen. Ich wollte vorher eine Instanz anmelden mit dem, aber die Wartezeiten waren gerade irgendwie über 15 Minuten und ich wollte jetzt direkt recorden und erst 15 Minuten warten. Das heißt, ich mache definitiv wieder einen Dungeon. Werde ich machen, keine Sorge. Aber die Frage ist, wann ich das mache. Normalerweise in höheren Bereichen geht es eigentlich wieder mit den Dungeon-Wartezeiten. In Wrath of the Lich King ist... Die letzten paar Dungeons geht wieder besser, die Anfangs-Dungeons eher nicht, weil 70 bis 74, das meiste, 90% geht einfach nur Utgard auf und das war's halt. Und da hat halt fast keiner Bock drauf, weil es jetzt nicht so viel EP gibt, außer vielleicht der Instanzenabschluss. Aber ja, gut. Vielleicht im späteren Verlauf wieder. Definitiv im späteren Verlauf nochmal. Ich schätze, wo ich keine Instanzen mehr gehen werde, wird im Bereich von 90 bis 110 sein, zumindest
bis ich halt Maximalstufe, ja, vielleicht beim Leveln 400, also 100 bis 110 nochmal für die EP, aber wahrscheinlich ja eher nicht. Aber das schauen wir dann nochmal, wenn es soweit ist. Dauert ja noch ein kleines Weilchen. Ah, hier können wir sogar durchjumpen. Ah, mein Schaf muss alles außen rum laufen, oder? Ne, warte mal, das kommt hier irgendwo über die Wand runter. Warte, was? Wo rennt das rum, Alter? Wie kann das von hier kommen? Warte, was? Wo ist das gerade rumgerannt? Ich bin hier rüber gesprungen. Warum kommt das von hier irgendwo raus? Was zum Fuck macht das Ding immer? So, jetzt bauen wir noch Eschert mit Neltarions Flamme die Beschwörungskammer im inneren Teil von Neltarions Schlund ein. Jetzt müssen wir nochmal bis ganz zum Ende hin und da dürfen wir jetzt normalerweise den Typen dann auch töten. Vielleicht kommen wir weit genug, damit wir dieses Video heute sehen. Weit sind wir nämlich nicht mehr weg davon. Kann ich hier mit Backjump eigentlich hoch? Warte mal. Ha! Easy. Warum war das so einfach? Schaf? Nein? Schade. Gut, dann haben wir hier nochmal eine Abkürzung gefunden. Ist recht praktisch, wenn man seine Klassenfähigkeiten hier benutzt. Ah, jetzt ist es auf einmal da. Ich schätze Schurke, also Outlaw-Schurke, der Gesetzlosigkeitsschurke, sollte mit dem Haken hochkommen. Der Krieger wahrscheinlich mit heroischem Sprung. Gibt ein paar kleine Tricks immer, die man hier anwenden könnte. So, ich glaube, den sollen wir einfach nur töten. Nein? Ich glaube, ich muss das hier zuerst verwenden, damit sein Schild weggeht. Geläutert. Jetzt sollte er, glaube ich, rauskommen, oder? Genau, er wird jetzt ziemlich wütend hier. Nein, nein, was habt ihr getan? So viele uralte Würms dahin. Welcher Magie könnte so etwas tun? Dummer Laufbursche, ihr werdet dafür sterben, dass ihr meine Arbeit unterbrochen habt. Dies ist nicht das Ende. Der Tod macht uns nur stärker. Okay, mein Übergang hier von seinem Sterbesatz zu seinem normalen Satz war jetzt nicht so mega, aber egal. Ich gebe mein Bestes, wenn ich euch das vorlese. Ich würde so gern mal irgendwas sprechen in dem Spiel, Mann. Ich würde so gern irgendwas vertonen. Wäre halt mal mega geil. Meinen eigenen NPC irgendwo stehen haben. Irgendwie so ein Paladin-Lehrer oder was als NPC, den ich irgendwie selber noch vertonen darf oder so. Das wäre halt mega geil. So, gehen wir das Ganze wieder ab. Mit dem guten Serena. Quest beenden. Kehrt zum Wyrmbrot-Tempel zurück und lasst Yntrigae wissen, dass Serenas Aufgabe abgeschlossen ist. Das heißt, es geht zurück zum Wyrmbrot-Tempel. Jetzt sollten uns dann die letzten paar Quests hier nach oben zum Vorbossen der Korkon bringen. Wer vielleicht das Video hier noch nie gesehen hat. Warte, kommt das jetzt schon? Es kann sein. Wir sind nicht mehr weit weg auf jeden Fall. Da oben gibt es zum Abschluss nämlich ein cooles Video. Wer das noch nie gesehen hat, sollte sich das auf jeden Fall mal ansehen. Ihr könnt einfach, sollte es hier im Video nicht mehr kommen, gebt einfach mal auf YouTube ein, Drachenöde End Cinematic oder so. Da solltet ihr es definitiv finden. Das ist dann mit dem, da geht es dann um den Betrug von, wie ist der Seuchentyp Putris. Und ja, der widerspenstigen Aktion eigentlich von dem Dämon, der damals noch in Unterstadt war. Ich weiß nicht mehr, wie die ganzen NPCs hießen. Ich kann fliegen. Warum fliege ich gerade nicht? Da gab es ja damals noch dieses Unterstadt-Szenario, weil Varimatras, glaube ich, hieß er. Der Typ, der dann Unterstadt mehr oder weniger für sich haben wollte oder das Ganze korrumpiert hat, zusammen mit Putris. War eine coole Questreihe. Ich verstand bis heute nicht, warum sie die rausgenommen haben. Mir kam das einfach so vor wie eine stinknormale Questreihe. Ich fand es damals auch nicht wirklich überwältigend, muss ich sagen. Ich habe mich in Wrath of the Lich King noch überhaupt nicht für die Story interessiert, dass mich die Story so fasziniert. Das hat eigentlich irgendwann mit, ich würde sagen, MOP angefangen, dass ich mich darüber komplett informiert habe. Ansonsten vor Ort mich das eigentlich überhaupt nicht gejuckt, muss ich sagen. Aber wenn man sich das Ganze anschaut, WoW hat eine extremst umfangreiche Story. Also, da bist du schon ordentlich lang dran, wenn du alles wissen willst. So, das haben wir fertig. Eine Folgequest gibt es anscheinend nicht mehr. Wir können jetzt einfach nach oben schauen, ob wir die Quest noch annehmen können. Ansonsten werden wir uns fast aufmachen ins nächste Gebiet. Vielleicht sollten wir die Arena-Quest-Reihe machen. Das war übrigens ein guter Tipp. Ich glaube, Morito oder wer war es? Johnny? Morito? Irgendeiner von euch zwei? Ich weiß es leider nicht mehr gerade in den Kommentaren. Irgendwer hat zumindest vorgeschlagen, dass ich das mache. Das werde ich natürlich machen. Das können wir definitiv machen, weil die Arena-Quest geht natürlich sehr, sehr schnell. Du kriegst extremst viel EP. Also ich schätze, selbst ohne EP-Flask, nur mit Account-Gear, circa 30-40%, was du auf jeden Fall machst, wenn du halt einfach nur die Arena-Quest reinmachst.
Aber jetzt schauen wir erstmal nach oben. Hier sollen wir noch einige Quests kriegen. Ich würde gerne noch vorher auf Level 76 kommen, bevor ich die Arena-Quest-Reihe vorher anfange. Deswegen schauen wir vorher, ob wir hier noch irgendwas finden. Ich weiß nicht mehr, ob die Quest zuerst von drüben hier rüber... Okay. Nevermind. Können wir direkt annehmen. Ich dachte, das ist irgendwie so eine Übergangsquest. Xing haben wir hier. Und Dross, da können wir kurz reparieren. Nevermind, habe ich schon. Dann haben wir hier noch Nav. Nav ist ein Easter Egg. Wer das vielleicht nicht mehr kennt. Oder wer schon zu alt ist für sowas. Wie hieß die Serie nochmal? Binky und the Brain. Das ist ein kleines Easter Egg daran. So, hier müssen wir wieder alles abschlachten, wie es aussieht. Wir ziehen alles. Dreh durch. Alpha Tier. Multishot. Fass. Kleines Schaf. Kleines mechanisches Schaf. So, alles tot. Wunderbar. Ne, einer lebt wieder. Jetzt ist er wieder tot. Hier musste man für die Paladin-Quest-Reihe, ich glaube für die Artefakt-Quest-Reihe, für den Holy Paladin musste man hier auch irgendwo rum. Da musste man hier mit dem Titanen reden, der hier durch die Gegend rennt. Mit dem Verdorbenen. So, das haben wir. Ach, ich musste nur einen Zuchtmeister töten? Ja, ist eigentlich egal, hier laufen wir doch 1000 rum irgendwie. Dann brauchen wir sowas hier, okay. Warte mal, haben die das nicht gedroppt auch? Oder täuscht mich das gerade? Nein, oder? Nee. Sonst wäre hier definitiv schon irgendwas drinnen gewesen. Jedenfalls haben wir hier mal ein so ein Item, was wir looten können. Machen wir auch gleich. Komposit-Erz, bauen wir 8 Stück davon. Hier war aber nicht gerade viel. Das war die erste Lore, die mir gerade aufgefallen ist. Ansonsten habe ich es vielleicht verpasst gerade eben. Vielleicht hier unten irgendwo. Aber hier wird zumindest nicht markiert. Also glaube ich eher nicht. Wobei bei den meisten Quests stimmt leider die Markierung nicht. Das ist halt ein bisschen schwierig, wenn du eine Quest irgendwie vor 6 Jahren designt hast und dann im Nachhinein wurde das erst alles eingefügt, dass man hier die Markierung in der Core hat. War nicht die schlauste Idee. Stimmt das nicht zu 100% überein meistens. Nicht jeder Entwickler kann sich dann mehr, oder haben wahrscheinlich auch mehrere wieder gekündigt, neue sind gekommen und so weiter. Dann stimmt das nicht mehr alles ganz so überein hier mit den Markierungen. Das ist nämlich bei sehr vielen Quests, vor allem im alten Bereich, dass das nicht immer stimmt, wo die Mobs sind. Im neuen in den neuen Gebieten stimmt es eigentlich immer, weil ich meine, ja, die spawnen die Mobs ja extra da, damit sie auch in der Nähe von den Questgebieten sind, wo es markiert wird. Würde sonst keinen Sinn machen. Aber hier sind mehr als genug von den Erzen. Wunderbar, was brauchen wir noch eigentlich? Eissplitterklumpen, die kriege ich aber oben. Das war, glaube ich, von diesen weißen Steinelementaren, die da oben rumrennen. Genau, hier haben wir noch den Butler. Nochmal einen. Schießen wir die gleich wieder. Ich glaube, das sind die letzten zwei, die wir noch brauchen. Jetzt aggroen wir hier natürlich nochmal alles. Ah, please. Nein. Ich will nicht. Seid ihr so versessen auf den Tod? Von wem war diese Ansage? Wer kann mir das sagen? Ich weiß es gerade nicht mehr. Irgendeiner in den Kommentaren weiß es bestimmt noch. Dann, genau, jetzt brauchen wir noch die Eiskristalle. Das holen wir natürlich auch noch. Die sollten hier vorne eigentlich bei diesen Harpien-Nestern durch die Gegend laufen. Ich glaube, die waren immer weiter bis hin zu den Bergen oben irgendwo. Wupsi-dupsi, was war das jetzt für eine Aktion? Das war nicht unbedingt das Schlauste. Hier direkt mit runter zu segeln. Genau, da haben wir schon den ersten. Droppen die zu 100%, das wäre extrem geil gerade. Kommen wir eher her und er. Nein, ich habe zu hoch gecrittet. Der starb mir instant weg. Nein, droppt nicht zu 100%, schade. Sonst wäre sich das nämlich hier genau gerade ausgegangen. Wieder nix. Please, ich will hier nicht auf Respawn warten. Ich glaube, hier waren nicht so viele. Hier ist nix. Harpien, überall Harpien. Los, zweiter Begleiter. Ich finde es schade, dass der zweite Begleiter irgendwie dieses Fass auslösen kann. Sondern nur der erste. Dann bauen wir den hier noch. Upsi-dupsi. Gibt es eigentlich für das Alpha-Tier eine Glyphe, dass es immer irgendwie die Pets beschwört, die in deinem Stall sind? Also Pets, die ich bereits gefangen habe, ja, die in meinem persönlichen Stall sind. Da gibt es sicher eine Glyphe für, oder? Könnte ich mir eigentlich mal holen. Dann kommen nicht immer diese Random-Begleiter, falls es sowas gibt. Ich glaube, wir müssen jetzt die Würmer sprengen, oder? Irgendwas war hier mit Dynamit mal. Sammel 12 dünne Tierbälge. Das können wir machen. Dann, was haben wir hier? Xing, Kompositerz, kann er haben. Und ein Nav, komm her. Ups, bisschen zu weit. Der hat gar nichts mehr für uns? Nein. Okay, wir haben nur diese Quest mit den Würmern gerade. Das waren die hier.
Die waren ziemlich weit verteilt und man musste hier immer diese Bälge sammeln. Ich glaube, wenn man Kürschnerei hatte, dann konnte man das sogar noch runter kürschen, dann zusätzlich. Also, wenn man die einmal tötet und dann nochmal kürschen hat. Bin mir gerade nicht mehr sicher, aber ich glaube, das ist bei mehreren Quests so. Aber das droppt, glaube ich, zu 100%. Sieht mir zumindest so aus, wir könnten auch die Vögel gleich da hinten killen. Holen wir den hier noch. Ich mache lieber nur Autoshot und keinen Cobra-Schuss mehr, sonst erschieße ich den wieder am Arsch der Welt. Dann Drachenkondor. Drachenknochenkondor, so. Den holen wir noch. Schieß! Den einen hat es eh schon wie irgendwo hier drüben hingerichtet. Los, Schaf. Es ist so langsam. Warum bist du so langsam, Schaf? Was für... Ach, der hat 100% Ausweichen an. Was ist er, Schurke oder was? Erstmal entrinnen gönnen. Einmal den hier. Und ich one-hit hier gerade wieder alles. Los, Schaf. Biss. Los, Pikachu. Donnerblitz. So, letzter, wunderbar. Jetzt, glaube ich, bauen wir irgendwie so eine Falle oder müssen dann irgendwann in diese Klamm rein. Schauen wir hier mal. Dünner Tierbalk. Level up, Level 76 haben wir schon. Sucht ihn mitten der Drachenknochen östlich des Düsenrostpostens nach 12 zersplitterten Knochenstücken. Das können wir natürlich machen. Oder haben wir noch, kämpft so lange gegen einen bulligen Jormungar östlich des Donnerrostpostens, bis er sein Maul öffnet. Genau, und das war das mit dem Sprengen von diesem Wurm. Das waren diese Elite-Würmer. Die waren irgendwo hier unterwegs. Jetzt müssen wir hier einerseits diese Knochen sammeln. Hier haben wir schon einen, genau. Jetzt muss ich aber mein Pet auf Passiv schalten, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass mein Pet den einfach zerreißt sonst. Ich glaube, ich muss den einfach nur langsam runterschießen oder so. Genau, jetzt reißt das Maul auf. Dynamit! Oh, oh. And boom. Geile Quest auf jeden Fall. Jagen mal anders. Das erinnert mich an South Park, mit dem es kommt direkt auf uns zu. Wo sie dann die Handgranate in den See reinwerfen und einfach der... Oder... Was, ich glaube eine Handgranate, was sie dann in den See reingeworfen haben und dann schwimmen einfach alle Fische nach oben. So kann man auch jagen, ne? So, jetzt müssen wir hier bei den Skeletten ganz in der Nähe rumfliegen. Da haben wir überall die Knochen rumliegen, genau. Ich hoffe, die aggro ich nicht. Nee. Gut, ich kann mich einfach totstellen sonst. Auf der anderen Seite leuchtet uns schon einer an. Abgesplittertes Knochenstück. Hier sind einige. Die werden wir uns gleich mal alle gönnen hier. Das hier noch so. 5 von 12. Wo haben wir noch was? Da vorne liegt noch einer. Ups. Mein Taure ist definitiv zu groß hier für dieses Knochengerippe. Ach, die spawnen schon wieder. Habe ich den gerade nicht gelootet oder ist der wieder gespawnt? Interesting. Da hinten ist noch einer. Warte, hat ja da gerade noch einer geleuchtet? Nee, oder? Bilde ich mir das gerade ein? Nee, das bilde ich mir ein, okay. Hier ist nichts mehr, fliegen wir wieder zurück. Hier wäre wieder so eine Luft, die kann man als Ingenieurskunst mit so einem bestimmten Item wieder abbauen. Dann kriegt man diese kristallisierte Luft, wie wir hier vorher dieses kristalline Wasser gesammelt haben. Kann man hier einfach aus diesen Wolken extrahieren. Gibt es in Burning Crusade und Co. auch schon. Ist gar nicht so eine schlechte Goldquelle. Ich meine, bei Burning Crusade musst du zuerst eine Quest machen. Du musstest zuerst in Zangamarsch konntest du eine Quest annehmen, damit du dieses Item herstellen kannst. Nur für Ingenieurskunst only halt. Und dann kannst du vor allem in Nagran diese Luftdinger abbauen. Und diese Luft ist extrem viel wert. Ich glaube momentan 400, 500 G bei unserem Server. Ist halt je nach Server wieder unterschiedlich. Ist wahrscheinlich. Ich schätze zwischen 100 und 500 G bringt sie auf jedem Server ein. Ist jetzt nicht so die schlechte Goldvariante, sagen wir mal. Zum Nebenbeifahren, wenn du gerade irgendwie was anderes machst oder so. So, was haben wir hier? 4,99 ist gleich viel wert. Das brauchen wir eigentlich beides nicht. Das heißt, können wir einfach hier irgendwas nehmen. Und hier haben wir schwer zu schlucken. Natürlich, Dynamit schluckt sich nicht so gut. Da müssen wir einmal Holz sammeln. Das machen wir natürlich. Kaltwindholz. Und dann haben wir noch Töte, die Meisterin des Kaltwinds. Okay. Ach, jetzt müssen wir die Harpien töten. Ach, jetzt müssen wir auch diesen Schredder steuern, oder nicht? Ich glaube, ich weiß schon wieder, was das war gerade. Müssten wir nicht diese Riesen auch noch irgendwann killen? Das heißt, wir erschießen hier ein paar und dann können wir hier diesen Schredder kurz steuern. Das setzen wir uns rein und dann können wir hier das Holz einfach... Kann ich das nicht einfach abbauen? Holz sammeln, okay. Da fallen die Bäume noch nicht mal um. Richtig gut designt, Mann. Solche Effekte. 10 Stück.
Kann mir mein Patty irgendwie helfen, dass ich diese Harpien töte? Oder kann ich dann... Achso, das hat 2 Minuten Cooldown. Das heißt, ich sollte eigentlich vorher alle Harpien irgendwie aus dem Weg räumen, damit ich nachher einfach hier durch den Wald rennen kann und das umschneiden. Ups. Ich muss wirklich komplett am Baum stehen, damit er den umschneiden kann. Ich heile hier gerade nicht wirklich was Argon, weil dieser Schredder höchstwahrscheinlich nicht so viel Schaden macht, oder? Ich meine, wenn ich Argon, dann probieren wir es einfach mal. Ansonsten laufen wir einfach weiter. Ah, jetzt haben wir Gergot. Schieße ich das nicht? Nein. Ja, okay, der... What the fuck? Okay, der macht ziemlich viel Schaden. Vergiss das wieder. Vergiss das. Nutz den Schredder. Was macht der Mann? Der reißt ihm eben 7... Was für 7000 dahin? Gut, ich meine, das hat Cooldown, aber trotzdem. 7000? Ein bisschen übertrieben, würde ich fast behaupten. Was macht das hier überhaupt? 10 Sekunden Kunden sind... Also 10 Sekunden lang sein Tempo und verlangsamt alle Feinde. Okay, mit dem kann ich dann einfach abhauen, mehr oder weniger. Ja, genau. Woo. Klinge nach oben geworfen, insta-tot. Was? Es ist doch so ein Kaltwindbaum. Jetzt bauen wir hier eine Garnison auf, habe ich gehört. Wir brauchen mehr Garnisonen. Klinge. Diese One-Hits ständig, Alter, what the fuck. 44, 47, eine brauchen wir noch. Komm, hab hier. Die schießen wir auch gleich runter. Komm, ich will die Klinge wieder werfen. Nein. Gut, der Hit macht auch 4000. Questet ihr noch einen oder ist meine Klinge gerade bis da hinten abgeprallt? Eins von beiden. Gut, den Schredder brauchen wir eh nicht mehr. Jetzt können wir das eigentlich alles ohne Schredder hier erledigen. Der läuft hier ein bisschen verwirrt durch die Gegend. Wir bräuchten aber noch mehr als genug von diesen Harpien. Hier ist aber fast nichts mehr, wie es aussieht. Ah, hier. Steinele wollte ich nicht pullen. Oh Gott. Geh weg. Melee-Hit. Nein, fuck. Der schießt ja so oder so mit dem Bogen, Mann. Ich wollte ihm gerade einen Schlag ins Gesicht versetzen, damit er stirbt, aber das ging mir gerade nicht auf. Da müsste ich den Bogen, glaube ich, anequippen, damit er Melee-Hit macht. 13, da oben haben wir eine. Die steckt. Ah, ne, doch nicht. Sah gerade aus, als würde die irgendwie feststecken da drin. Die noch, und jetzt brauchen wir noch die Meisterin, die sollte natürlich wieder ganz hinten irgendwo sein. Ich glaube auch nicht, dass die Elite war, oder? Wo ist sie denn? Ah, hier. Ah, doch, die ist sogar... Was? Okay, die ist sogar noch Elite. Gut, dann ziehen wir einfach alles. Sollte trotzdem kein Problem werden. Hat trotzdem relativ wenig HP. Mit meinem Iron Man Char werde ich das, so gut es geht, komplett auslassen. Gut, dann können wir das bei dem guten Nav und bei Xis, oder wie hieß der andere nochmal? Können wir das gleich wieder abgeben gehen. Und ich glaube, wir sind schon fast am Ende hier bei den Quests. Wir haben hier vorne dann in der Schlucht noch eine Questreihe. Und hier haben wir noch was und hier haben wir noch was. Das war es dann eigentlich schon. Wir haben sonst das ganze Gebiet ausgequestet hier. Das habe ich schon ewig lang nicht mehr gemacht. Werden, wie gesagt, auf jeden Fall noch Zul'Drak die Arena-Questreihe machen. Und dann gehen wir direkt weiter Shudasar-Becken. Werde ich natürlich wieder die Flugwege rausschneiden, weil... Gut. Mir eine Stunde beim Fliegen zuzusehen ist jetzt nicht ganz so interessant. Dann, das können wir abgeben. Wir haben schon wieder ein Viertel von unserem Level gemacht gerade durch. Holzhacken, das haben wir auch fertig. Jetzt hat der gute Narven nochmal eine Quest für uns. Schauen wir mal, was das ist. Findet Zord im Zentrum der Kristallschlucht. Genau, dann fliegen wir hier drüben weiter. Und ja, dann machen wir da beim nächsten Mal weiter. Ich würde sagen, das war wieder lang genug für diese Folge. Wir könnten natürlich auch noch hier unten, genau beim Flüchtlingslager, müssen wir auch noch die Quest machen. Ganz wichtig. Könnten wir noch machen. Schauen wir dann, ob wir das noch machen. Ich will auf jeden Fall gerne euch diese Cinematic-Sequenz noch zeigen. Ja, und das war's dann für die Folge. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, Däumchen nach oben. Wenn ihr noch Fragen habt, wie immer, ab damit unten in die Kommentare. Vergesst nicht, mir auf meinen Social Media Networks zu folgen. Alle Links wie immer unten in der Videobeschreibung. Und dann sehen wir uns hoffentlich immer im nächsten Video oder im Livestream. Bis dahin, haut rein. Ciao.